Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Fangen wir mit unserem ungeliebten Dauerthema an. Rund 23.800 gemeldete Neuinfektionen, die Inzidenz bei 160,7. Einige Bundesländer kommen jetzt der Bundesnotbremse zuvor, die sich noch auf dem Gesetzeswege befindet. Einer der umstrittenen Punkte dabei bleibt das Schulthema. Was inzwischen nicht mehr geht, so zu tun, als hätten Kinder ein magisches Schutzschild. Das hat man ja das ganze letzte Jahr hindurch immer wieder gehört. Kinder seien angeblich nicht infektiös. Gestimmt hat das von Anfang an nicht. Es war aber vielleicht komfortabler, daran zu glauben, statt sich dem Problem zu stellen. Seit B117 in Großbritannien durch die Schulen und Kitas rauschte und die Studienlage dank systematischer Testung da eindeutig ist, hat sich diese Debatte erledigt. Und manchen Kultusministern dämmert sogar, dass auch Kinder von Long-Covid betroffen sein können. Nun kommt noch ein neues Inzidenzproblem hinzu. Über diese Diskussion berichtet Kamran Safiari. Sie sollen schließen, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander die 200er-Marke überschreitet. Schulen deutschlandweit. So sieht es die geplante Notbremse vor. Doch der Wert bezieht sich auf die Inzidenz der Gesamtbevölkerung. Bei Kindern liegt der Wert oft viel höher. Während in 100 der 401 Kreisen und Städten Deutschlands die Inzidenz bei über 200 liegt, liegt sie bei den 5- bis 14-Jährigen in 170 Kreisen und Städten über 200. Warum ist die Inzidenz bei Kindern so hoch? Mit dem Auftreten der britischen Variante ist die Chance einer 1-zu-1-Übertragung einfach höher geworden. Bisher waren das immer die Superspreader-Events, die hauptsächlich bei Erwachsenen aufgetreten sind. Jetzt steckt man sich mehr wirklich von einer Person auf die andere an. Und das ist in den Schulen relevant, wo sich die Kinder untereinander anstecken können. Und das ist natürlich auch relevant, wenn ein Kind, was sich angesteckt hat, nach Hause kommt und dann in der Familie das Virus weitergibt. Drei Beispiele, wie hoch die Inzidenz bei Kindern im Vergleich zur allgemeinen Inzidenz ist. In Schwerin liegt sie in allen Altersklassen bei 177. Bei den 5- bis 14-Jährigen ist sie fast dreimal so hoch. Ähnlich im Kreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. Gesamtinzidenz 127, bei Kindern 381. Und im bayerischen Würzburg ist der Inzidenzwert bei Kindern mehr als doppelt so hoch. Der Lehrerverband fordert bei Schulschließungen jetzt eine altersspezifische Inzidenz unter 200. Also die 200 sind eindeutig viel zu hoch. Man muss sich außerdem an den altersspezifischen Inzidenzen orientieren. Wenn Jugendliche bei 400, 500 liegen, aber die Gesamtbevölkerung erst bei 150, dann sind trotzdem Schulöffnungen auf keinen Fall gerechtfertigt. Trotz steigender Infektionszahlen wollen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ab Montag die Schulen teilweise öffnen. In NRW haben jetzt über 10 Kommunen mit einer Inzidenz von über 200 vorzeitig die Notbremse gezogen. Ulm und Stuttgart in Baden-Württemberg empfehlen das auch. Experten fordern daher eine frühere Notbremse bei Schulen. Wir fordern, dass die Notbremse von 100 auch für Schulen gilt, das heißt der Wechsel in den Distanzunterricht bei 100 greift. Ausnahmen sollten nur möglich sein, wenn die Impfung von Lehrkräften weit fortgeschritten ist bzw. eine konsequente Testpflicht, eine regelmäßige Testpflicht gilt. Ansonsten sind die 200 nicht verantwortbar. Andernfalls, so Meidinger, drohen Schulen zu Infektionstreibern zu werden. Wie hoch die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen in Ihrem Landkreis ist, zeigt eine interaktive Deutschlandkarte auf ZDF Heute und in der Heute-App. Die Union starrt derweil weiter auf ihr K-Fragen-Dilemma wie das Kaninchen auf die Schlange. Man sei in konstruktiven Gesprächen, heißt es aus den Parteizentralen. Aber so irre konstruktiv werden die wohl nicht sein, sonst gäbe es ja eine Lösung. Umso mehr fällt auf, wie anders die Grünen mit ihrem K-Duell umgehen. Leicht fällt die Entscheidung dort auch nicht. Aber man hört kein wirklich böses Wort übereinander. Man hört eigentlich gar nichts. Und eine Basisbefragung ist auch nicht vorgesehen. Die Parteiführung wurde gewählt, auch um Führungsfragen zu klären. So konservativ sieht man das offenkundig bei den Grünen, die sich einst gerne selbst zerlegten. Am Montag soll verkündet werden, wer antritt. Lars Bonsack berichtet.
Eigentlich ist es nur ein ganz normaler Nominierungsparteitag der Grünen in Brandenburg. Annalena Baerbock soll hier zur Spitzenkandidatin gewählt werden, nicht zur Kanzlerkandidatin. Dennoch redet die Grünen-Vorsitzende wie eine, die ins Zentrum der Macht will. Dafür treten wir, dafür trete ich im September an. Für eine Erneuerung unseres Landes. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte kämpfen die Grünen um Platz 1 bei der Bundestagswahl. Mit aller Macht wollen sie an die Macht. Ich will die Grünen in die Regierung führen. Deutschland ist zu lange schon nicht durch die Grünen regiert worden. Und das war nicht gut für dieses Land. Das muss sich jetzt ändern. Das wollen wir ändern. Seit Wochen wird spekuliert, wer Kanzlerkandidat der Grünen wird. Robert Habeck war lange Liebling der Medien, bringt Regierungserfahrung mit. Als er und Baerbock 2018 zum ersten Mal an die Parteispitze gewählt wurden, war das Wahrnehmungsgefälle zugunsten Habecks noch groß. Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Tatsächlich hat Baerbock in der innerparteilichen und medialen Aufmerksamkeit gegenüber Habeck mächtig aufgeholt. In Sach- und Detailfragen ist sie häufig trittfester als ihr Co-Vorsitzender. Und die Geschlechterfrage spielt bei den Grünen auch heute noch eine große Rolle. Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht, dann hat sie es, natürlich. Früher waren Streit und Basisdemokratie Teil der grünen Identität. Vor Jahren noch hätte eine Hinterzimmerentscheidung der Doppelspitze den Unmut der Basis provoziert. Heute gehört Geschlossenheit ganz offenbar zur grünen Parteiraison. Ich wünsche mir es für Robert, weil ich ihn persönlich kenne, aber ich sehe, dass Annalena genauso den Job machen könnte. Ich freue mich auf Montag und bin stolz auch, dass die beiden das so gut machen im Vergleich zu Söder und Laschet. Es ist diese neue Geschlossenheit, die es auch ermöglichen soll, dass anders als bei anderen Parteien der Unterlegene nicht als Verlierer dasteht. Unabhängig davon, also wer einen halben Schritt zurückgeht und wer dann diese Kandidatur übernimmt, werde ich Teil des Spitzenteams in Berlin sein und einen bundespolitischen Wahlkampf führen. Wir werden gemeinsam diesen Wahlkampf auch im Team und gemeinsam mit unserer Partei in Gänze führen. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zwei, die ganz nach oben wollen. Am Montag werden sie bekannt geben, wer von ihnen sich fürs Kanzleramt empfehlen darf. Dass das nach der Bundestagswahl tatsächlich kommt, glauben auch bei den Grünen nicht alle. Aber die Aussichten waren schon mal schlechter. Und jetzt macht Heiz weiter mit anderen Nachrichten des Tages. Der frühere Unionsfraktionschef und unterlegene Bewerber um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz ist für die Bundestagswahl vom Kreisverband des Hochsauerlandkreises zu dessen Direktkandidaten gewählt worden. Die Abstimmung im sauerländischen Arnsberg fand Corona-bedingt auf der Tribüne eines Fußballstadions statt. Merz setzte sich dabei gegen den aktuellen CDU-Bundestagsabgeordneten Sensburg durch. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit China haben die USA ihre Sicherheitsgarantie für Japan erneuert, inklusive des Einsatzes von Atomwaffen im Bedarfsfall. Das Schutzversprechen gilt nach Angaben der US-Regierung auch für die von Japan kontrollierte Senkaku-Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, die China ebenfalls für sich beansprucht. Der japanische Ministerpräsident Suga war als erster ausländischer Regierungschef seit dem Amtsantritt von Präsident Biden zu einem Treffen im Weißen Haus. Beide warnten vor Chinas Ausweitung von Gebietsansprüchen. Zugleich äußerten sie Sorge über Pekings hartes Durchgreifen in Hongkong und gegen muslimische Uiguren in Xinjiang. Inmitten der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat es heute eine gegenseitige Ausweisung von Diplomaten gegeben. Das russische Außenministerium teilte mit, der ukrainische Konsul in St. Petersburg müsse das Land verlassen. Ihm wurde vorgeworfen, er habe versucht, an geheime Informationen zu gelangen. Die Ukraine reagierte mit der Ausweisung eines russischen Diplomaten. Und Russland hat 15 Kriegsschiffe für ein Manöver ins Schwarze Meer geschickt. Sie hätten heute die Meerenge von Kertsch an der Halbinsel Krim passiert, teilte die Marine der Agentur Interfax zufolge mit. Wie lange die Übungen dauern, wurde zunächst nicht gesagt. Nach einem halben Jahr im All sind drei Raumfahrer sicher zur Erde zurückgekehrt.
Die NASA-Astronautin und die beiden russischen Kosmonauten landeten mit ihrer Soyuz-Kapsel in der kasachischen Steppe. Ein halbes Jahr hatten die drei an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Und dort hatten sie etwa 400 Kilometer über der Erde zahlreiche Experimente durchgeführt. Eine Meldung aus der Fußball-Bundesliga. Da galt das Interesse heute neben den Spielen auch einer Personalentscheidung von Bayern Münchens Trainer Hansi Flick. Er habe dem Verein gesagt, dass er am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte, gab Flick heute bekannt. Mehr dazu und zu den Spielen gleich im aktuellen Sportstudio. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 18, 22, 25, 26, 36, 48, Superzahl 0. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten für morgen. Im Norden und Westen scheint am Vormittag oft die Sonne. Sonst bleiben die Wolken meist dicht und vor allem in der Mitte gibt es Schauer. Gewitter sind auch möglich. Die Temperatur steigt auf 6 bis 15 Grad. Auch in den nächsten Tagen gibt es Schauer und Gewitter. Allerdings nehmen die Sonnenanteile zu. Es wird auch langsam wärmer, am Mittwoch bis 18 Grad. Es war die Königin, die heute offiziell Abschied von ihrem Prinzgemahl nahm. Ein nationaler Trauerakt. Aber es war auch eine frisch Verwitwete, die in Windsor in der Kapelle saß. Eine traurige Ehefrau, die auf 73 gemeinsame Jahre zurückblickt. Als Elizabeth ihren Philipp kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Eine Eheschließung aber mit Hindernissen. Nicht jeder im Königreich war über ihre Wahl begeistert. Und für Philipp war es alles andere als leicht, eine Queen durchs Leben zu begleiten. Mit ihrer Krönung, die früher kam, als beide gehofft hatten, endete die unbeschwerte Zeit der Zweisamkeit. Aber sie hielten durch, was auch sonst, und erfüllten ihre Pflichten. Ohne seinen schrägen Humor wäre die Krone sicher noch schwerer zu tragen gewesen. Über die Trauerfeier heute berichtet Andreas Stamm. Gott schütze die Queen, wohl niemals wahrer als an diesem Tag, die einsame Königin trauert. Um ihren Mann, um eine Liebe, die mehr als 8 Jahrzehnte umspannte. Ihre, wie Elisabeth selbst anmerkte, Stärke und Stütze ist gegangen. Die, die sich trotz der Bitte, wegen Corona Schloss Windsor fernzubleiben, versammeln, eint eine Sorge, ob Monarchist oder nicht. Es dürfte ihr das Herz brechen. Mir bricht es das schon beim Zuschauen. Manchmal, wenn die Liebe des Lebens geht, stirbt auch die andere Person wenige Wochen später. Ich hoffe, die Queen stirbt nicht auch noch, ganz ehrlich. Ganz Windsor fühlt mit der Queen. Jeder hier spürt, was wir mit Philipp verlieren. Aber er wollte sicher nicht, dass wir traurig sind. Was er wollte, eine Trauerfeier nach seinen Vorstellungen. Prinz Philipp hatte sie jahrelang minutiös geplant. Seine Liebe zum Militär bestimmt die Prozession des Sargs im Innenhof von Schloss Windsor. In einem nach seinen Vorstellungen umgebauten Land Rover geht es auf die letzte Reise. Dahinter die engste Familie. Der Bruderzwist zwischen William und Harry über Rassismus, Gefühlskälte und die königliche Familie als eine Art Gefängnis für einen Moment vergessen, wie auch die ewige Sorge über die Zukunft der Monarchie. Eine kleine Feier, kein Staatsbegräbnis, das war Philipps Wunsch. Das Kleine wirkt dann doch groß. Die Kunst der Inszenierung in bester britischer Tradition mit einer Schweigeminute. Land auf, Land ab. Dass es so klein wurde mit nur 30 Gästen in der St. George's Chapel, einem Mini-Chor, Corona geschuldet. Trotz Maskenpflicht steht die Trauer über den Verlust des Familienoberhaupts in den Gesichtern geschrieben. Das Große und Ganze, betont der Erzbischof von Canterbury, dass es neben Trauer um die Würdigung der Lebensleistung eines mit 99 friedlich Verstorbenen geht. Wir danken, O Herr, für seinen entschlossenen Glauben, sein hohes Maß an Pflichtbewusstsein und Integrität, für Philipps Leben im Dienste der Nation und des Commonwealth, für seinen Mut und Inspiration. Der Sarg verschwindet in der Gruft, symbolisiert durch den gehenden Dudelsackspieler. Der Herzog von Edinburgh wird dort aufgebahrt.
bis er an der Seite seiner Frau im Familiengrab seine letzte Ruhestätte finden wird. Möge das noch lange dauern, so die Hoffnung im darin vereinigten Königreich. Gott schütze die Queen. Das war's von uns. Die Kollegen vom Sportstudio freuen sich, wenn sie dranbleiben. Es ist ja einiges los in der Bundesliga. Und gegen 0.25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Mit uns morgen wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.